Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mein veganes Crepe-Rezept, das super einfach zuzubereiten ist und das ganz ohne Eier und Milchprodukte auskommt. Zuerst vermischen wir das Mehl, Backpulver, Zucker und Salz. Dann fügen wir das Öl, den Vanilleextrakt und unser Aquafaba hinzu und vermischen alles. Die pflanzliche Milch geben wir nach und nach hinzu und verrühren alles zu einem sehr glatten Teig. Damit die Crepes noch viel weicher werden, gebe ich den Teig durch ein Sieb. Den Herd stelle ich auf mittlerer Hitze und ich fette die Pfanne mit etwas Öl oder veganer Butter ein. Dann gebe ich den Teig in die Pfanne, wobei ich die Pfanne von der Herdplatte nehme, schwenke, bis alles glatt ist und gebe sie zurück auf der Herdplatte und backe für ca. 90 Sekunden, bis die erste Hälfte goldbraun ist. Wenn die erste Seite fertig ist, dann drehe ich den Teig einfach um und backe für weitere 30 bis 60 Sekunden. Und das war's. In kürzester Zeit haben wir sehr gesunde und einfache Crepes zubereitet. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert doch meinen Kanal und teile dieses Video mit deinen Freunden.